Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Vamos-Box von Betontod. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Vamos von Betontod, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl! Das Ganze kommt hier in einer quadratischen Box, recht flach, aber dafür sehr groß. Bevor wir die Folie abnehmen, haben wir hier unten rechts noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier, was uns in dieser Box erwartet. Die limitierte Vamos Box, Deluxe Digipack inklusive Trinkhallen-Hits Volume 1, gravierter Flachmann, handsigniertes DIN A3 Poster gefaltet, Vamos Kunstdruck 30x80 cm gerollt und Patch. Darunter die Infos zur Vamos Tour 2018, also das waren die damaligen Tourdates. Und dann würde ich sagen, machen wir die Folie mal ab und schauen uns das Ganze an. So, einmal hier aufschneiden und dann schauen wir mal rein. So, der Sticker ist ab, das ist die Box. Die Box kommt hier hauptsächlich in Pink und in Schwarz. Wir lesen hier oben Betontod, dann in Weiß Vamos. Dann haben wir hier ein Mitglied der Band von hinten zu sehen, mit dem linken erhobenen Arm, mit der linken erhobenen Faust. Ja, läuft hier scheinbar auf der Straße. Hier links sehen wir so den Bordstein und das dürften eventuell Brückenpfeiler sein. So sieht das aus. Das Cover läuft hier dann noch weiter. Betontod Vamos. Oben Pink und links nochmals Band plus Album. Auf der Rückseite haben wir dann die Infos nochmal. Also einerseits die Tracklist zum Album, dann die Tracklist zu Trinkhallen-Hits Volume 1 plus nochmal der Boxinhalt. Also den Boxinhalt, den hatten wir schon auf dem Sticker. Die Tracklist haben wir hier zum ersten Mal bekommen. Also das Album beinhaltet 11 Tracks. Und dann haben wir noch Bonus Trinkhallen-Hits Volume 1 mit 10 Tracks, also 21 Tracks sind hier mit dabei. Dann die Bandmitglieder, hier in Pink und Schwarz abgebildet. Barcode, Beteiligte, das Ganze ist erschienen über A Rising Empire. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar. Wenn auch nicht ganz so einfach, aber jetzt. So, von innen in Schwarz. Und das ist dann der Inhalt. Also, wir haben hier einmal das Album in der Digipack-Variante. Dann haben wir einen Patch. Dann den Kunstdruck, der von allen 5 Bandmitgliedern hier unterschrieben wurde. Das ist dann wohl der Flachmann, der kommt hier in einer kleinen Kartonverpackung. Und dann haben wir hier noch das Poster, das hier zusammengerollt wurde. Ja, ansonsten ist hier nichts mehr drinnen. Das Ganze ist hier so ein grau glitzernder Schaumstoff, der hier in die Box eingearbeitet wurde und entsprechend die Boxinhalte hier in Form hält. Den lasse ich hier mal drin. Und dann machen wir die Box mal wieder zu und packen die auf die Seite. So, los geht's. Wir haben das Album noch in Folie und den Flachmann noch hier im Karton. Die werden wir mal kurz auspacken, die beiden Inhalte. So, einmal der Flachmann. Einmal, ich glaube, mir ist hier nicht drin, nein. Und dann haben wir natürlich das Album. Auch hier haben wir wieder einen Sticker. Und zwar lesen wir hier Digipack Deluxe Edition inklusive Trinkhallen-Hits Volume 1, Vamos Tour 2018. Ja, gut, also das Ganze gab es auch ohne Box zu kaufen in diesem Deluxe Digipack. Bedeutet, wenn man auf den restlichen Inhalt jetzt nicht so Lust hatte und wirklich nur das Album plus diese Trinkhallen-Hits haben wollte, konnte man das Digipack auch so erwerben. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ne? So, Sticker ist weg.
Das Cover ident wie auch schon auf der Box. Auf der Seite Betontod, Warmos, Trinkernitz, Volume 1, The Rising Empire. Und auf der Rückseite nochmals die Tracklist, diesmal sogar durchnummeriert. Wie gesagt, 11 Tracks auf dem Album, 10 auf der Bonus-CD, 21 gesamt. Dann wieder das bekannte Foto, die Logos, Barcode. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, als erstes haben wir hier in der Stecktasche das Booklet. Was haben wir hier? Ja, hier haben wir die Lyrics. Die Lyrics zu einzelnen Tracks hier abgetippt, abgedruckt. Dann Fotos der einzelnen Bandmitglieder. Und das zieht sich jetzt so durch. Kann man auf jeden Fall gut lesen hier in diesem Weiß auf Pink. Das bildet hier einen starken Kontrast. Ja, das geht gut. Dann haben wir weitere Lyrics und natürlich weitere Fotos. So sieht das aus. Wunderbar. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch Danksagungen und Grüße. Und auf der letzten Seite nochmals plus natürlich die Album-Credits. So, hier lesen wir auch nochmal. Wir bedanken uns besonders bei unseren Produzenten Vincent Sorg und Fabian Zimmermann für den tollen Job und die gute Zeit. Es ist uns erneut eine Ehre gewesen. Ja, hier auch nochmal alle 5 von hinten zu sehen. So, dann schauen wir mal rein. Auch hier wieder das Foto. Und hier haben wir die beiden CDs. Das ist die Album-CD, Vamos in Pink, Weiß und Schwarz. Und dann haben wir hier so, sieht aus wie Stufen, schwarz und pink. Die CD Nummer 2, Trinkhallen-Hits Volume 1. Wie gesagt, die CD beinhaltet 10 Tracks, das Album 11. Beide CDs hier in diesem Digipack. So, als nächsten Boxinhalt haben wir dann hier diesen Flachmann. Der kommt in einem klassischen Metallic, also in so einem Silber und ist entsprechend hier gelasert oder graviert worden. Betontod Warmos lesen wir auch hier wieder. Dieser beinhaltet hier 7 O's und ist aus Edelstahl. So, das Ganze kann man natürlich hier oben aufschrauben. Klassischer Flachmann, da kann man dann das Getränk seiner Wahl reinfüllen. So, passend zu Trinkhallen-Hits kann man dann trinken. So, ein Patch ist mit dabei, das ist dieser hier, kreisförmig. Betontod, established 1989, der Totenkopf mit Kopfhörer und Bandana. Ja, das Ganze hier weiß umrandet. Als nächsten Boxinhalt haben wir hier einen Kunstdruck, der hier scheinbar, ich dachte jetzt, es wäre irgendwie ein Kratzer oder es wäre hier was abgeschürft, aber scheinbar gehört das hier dazu, zu der Optik. Also es ist im Prinzip eine überdimensional große Autogrammkarte, das Foto der 5 Bandmitglieder und alle 5 haben hier auch unterschrieben. Also wir haben hier die Unterschriften von Oliver, Frank, Mario, Adam und Mike. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Ja, im Querformat. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier dann noch etwas, das hier mit Klebestreifen zugeklebt wurde. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das irgendwie möglichst vorsichtig aufmachen. Ja, ist gar nicht so einfach, weil diese Klebestreifen natürlich immer... So, einmal und ein zweites Mal. So. Ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Ja, also wir haben hier nochmal ein Poster mit dabei, das hier zusammengerollt ist. Und das ist recht groß. Also das Foto, das wir auch vom Cover kennen, allerdings jetzt hier nicht in Pink, sondern wirklich nur in Schwarz und Weiß. Dieses Motiv hier mit dem Bandmitglied hier auf der Straße. Ja, kann man sich aufhängen, einseitig bedruckt, Rückseite, wie ihr sehen könnt, in Weiß. Rollt sich jetzt natürlich so ziemlich zusammen, auch von alleine. Allerdings ist der Vorteil, wenn man das dann mal ausgerollt hat und es entsprechend aushängen lässt und es sich nicht mehr so heftig zusammenrollt, dann hat man hier keine Knicke drin. Normalerweise, wenn man ja Poster hat, sind die meistens gefalten, dann hat man da diese Knicklinien drin, ist bei gerollten Postern nicht der Fall.
Das ist der Vorteil. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte gerollte Poster im Hochformat, einseitig bedruckt. Dann hier dieser Kunstdruck, das Bandfoto mit allen 5 Unterschriften im Querformat. Der Flachmann entsprechend mit Gravur. Der Patch kreisförmig. Und natürlich das Album Vamos im Digipack mit 11 Tracks plus der Bonus-CD Trinkhallen-Hits Volume 1 mit 10 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Vamos von Betontod. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Betontod unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.